In diesem Video werden wir uns anschauen, wie man die Determinanten einer 2x2 bzw. 3x3 Matrix berechnen kann. Bei der 3x3 Matrix werde ich einen möglichst einfachen Lösungsweg wählen, und zwar mit Hilfe der Regel von Sarrus. Die Regeln sind sehr einfach nachzuvollziehen, deshalb fange ich gleich mit den Beispielaufgaben an. Als erstes haben wir eine 2x2 Matrix. Die Determinante einer Matrix kann man auf zwei Weisen darstellen. Und zwar entweder man schreibt det a, oder das ist das gleiche, als würde man sozusagen Betrag von A schreiben. Also, bezogen auf unser Beispiel von oben, sieht das Ganze so aus. Wir haben dann die Determinante der Matrix A. Und das Ganze wird mit dem sogenannten Überkreuzprodukt ausgerechnet. Das müsst ihr euch noch bekannt vorkommen von dem Kreuzprodukt. Und zwar als erstes werden die zwei Elemente miteinander multipliziert, also 4 mal 5. Minus die anderen zwei Elemente. 1 mal minus 2. Also 4 mal 5 sind 20, minus 1 mal minus 2 sind 2, also Wert der Determinante wäre in diesem Fall 22. Das ist alles bei der 2x2 Matrix. Jetzt zu der 3x3 Matrix. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man hier die Determinante bilden kann. Möglichkeiten, die auch für größere Matrizen gelten, wie zum Beispiel dieser laplacische Entwicklungssatz. Ich werde mich jetzt trotzdem auf die einfachste Möglichkeit beziehen, und zwar diese Regel von Sarrus. Dafür schreiben wir wieder unsere Matrix in diese Betragsstriche hin. 2, 2, 1, 4, minus 2, 3, minus 1, 2 und 1. Und dann nimmt man sich die ersten zwei Spalten und schreibt sie nochmal hier hinten dran. 2, 4, minus 1 und 2, minus 2, 2. Dann, so ähnlich wie bei der 2x2 Matrizen, muss man diagonalweise die Elemente miteinander multiplizieren. Einmal in dieser Richtung. Diese Elemente werden dann immer alle ein positives Vorzeichen haben. Also 2 mal minus 2 mal 1 ist dann minus 4. Aber eigentlich steht noch ein positives Vorzeichen davor. Dann die nächste Diagonale. 2 mal 3 mal minus 1 ist dann minus 6. Wieder mit einem positives Vorzeichen davor. 1 mal 4 mal 2 sind 8, also plus 8. Jetzt andersrum. Alle diese Elemente in die Richtung haben ein negatives Vorzeichen. Also ich setze schon mal ein Minuszeichen. Und dann habe ich minus 1 mal minus 2 mal 1 natürlich 2. Dann kommt wieder ein Minus. Und die nächste Diagonale. 2 mal 3 mal 2 sind 12. Und dann wieder Minus. Und die letzte Diagonale in die Richtung. 1 mal 4 mal 2 sind 8. Also, dann fassen wir alles zusammen. Minus 10 plus 8 sind minus 2, minus 2 sind minus 4, minus 12 sind minus 16, minus 8 sind minus 24. Also, das wäre die Determinante. Wie man es berechnet, wisst ihr es jetzt. Allerdings ist Determinante auch ein sehr mächtiges Mittel, um andere Zusammenhänge in der linearen Algebra richtig zu interpretieren und anzuwenden. Deshalb würde ich euch sehr stark empfehlen, auch den letzten Teil dieses Tutorials anzuschauen, wo ich die wichtigsten Eigenschaften der Determinante zusammengefasst habe. Die ersten Eigenschaften beziehen sich auf die elementaren Umformungen von Matrizen. Damit meine ich, vertauscht man zwei Zeilen oder Spalten, so ändert sich das Vorzeichen der Determinante. Um das Ganze ein bisschen besser zu verstehen, erinnern wir uns zurück an unsere erste Beispielaufgabe. Da haben wir für die Matrix A für die Determinante den Wert 22 bekommen. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine neue Matrix, sagen wir mal A' bilde, wo ich die Zeilen miteinander vertausche, genauso gut könnte ich auch die Spalten vertauschen, also die neue Matrix wird dann so aussehen, dann ist die Determinante der neuen Matrix einfach minus 22. Die nächste Eigenschaft ist, multipliziert man eine Zeile oder Spalte mit einer Zahl k, also eine Konstante, so multipliziert sich auch die Determinante mit dieser Zahl. Bezogen wieder auf unsere Matrix von vorher, wenn wir jetzt beispielsweise hier die erste Zeile mal 2 nehmen. Also ich hätte dann in der ersten Zeile 2 mal 4 und 2 mal minus 2. Die untere Zeile belasse ich dabei vorerst in Ruhe.
dann wäre die Determinante, det a, nichts anderes als 2 mal 22. So, wenn ich jetzt zusätzlich noch die zweite Zeile, zum Beispiel mal 3 nehme, überall, dann müsste ich wieder hier hinten nochmal mal 3 nehmen. Gut, das wäre in diesem Fall 132. Und so kann man auch in solchen Fällen die Determinante ausrechnen. Die letzte Eigenschaft an dieser Stelle besagt Folgendes. Addition eines Vielfachen einer Zeile Spalte zu einer anderen Zeile oder Spalte ändert den Wert der Determinante überhaupt nicht. Also, das wollen wir auch ein bisschen besser verstehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel bei unserer Matrix einfach die erste Zeile mit 2 multiplizieren und zu der zweiten addieren. Das bedeutet, die neue Matrix würde ungefähr so aussehen. Also, die erste Zeile bleibt dann unverändert. Die zweite Zeile addieren wir dann dazu, also 8 plus 1 sind 9 und minus 4 plus 5 sind 1. Wenn wir die Determinante dieser Matrix jetzt ausrechnen, kommt das gleiche raus wie bei der Matrix A. Also, Determinante von A' ist ebenfalls 22. Zum Schluss noch ein paar Eigenschaften, die die Verbindung der Determinante mit dem anderen Themengebiet der linearen Algebra herstellt. Als erstes, Determinante von A mal B ist das gleiche wie Determinante von A mal Determinante von B. Das ist der sogenannte Multiplikationssatz der Determinanten. Dann, die Determinante einer transponierten Matrix ist identisch mit der Determinanten der tatsächlichen Matrix. Die Determinante einer inversen Matrix ist gleich der Kehrwert der Determinanten der tatsächlichen Matrix oder 1 durch die Determinante der tatsächlichen Matrix. Und wenn man aus einer Matrix einen konstanten Faktor ausklammern kann, in diesem Fall dieses k, kann man diesen Faktor auch vor der Determinante ziehen mit k hoch n. Mit n ist einfach die Dimension der Matrix gemeint. Das bedeutet, bei einer 2x2 Matrix käme da vorne k hoch 2. Und bei einer 3x3 Matrix wäre da k hoch 3 an dieser Stelle. Und als letztes noch ein paar Eigenschaften bezogen auf den Wert der Determinante. Also, wenn die Determinante einer Matrix verschieden von 0 ist, dann gelten folgende Eigenschaften. Als erstes, die Zeilen oder Spalten von A sind linear unabhängig. Damit ist gemeint, das sind keine Vielfache voneinander. Dann, die Zeilen oder Spalten von A sind eine Basis des Raumes Rn. N ist wieder die Dimension in diesem Fall. Rang von A ist n, also der Rang entspricht der Anzahl der Zeilen oder Spalten. A ist invertierbar, also a hoch minus 1 existiert. Und das lineare Gleichsystem a mal x ist gleich b ist eindeutig lösbar durch x ist gleich a hoch minus 1 mal b. Das hat ja mit Matrizenumformung zu tun. Und die letzte Eigenschaft, 0 ist kein Eigenwert von a. Es kann natürlich sein, dass ein paar der unteren Eigenschaften noch nicht in der Vorlesung angesprochen wurden. Keine Sorge, sobald ihr das behandelt, macht das Ganze natürlich ein bisschen mehr Sinn.